Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute zeige ich euch eine Corner-Tag-Karte. Die sieht dann so aus. Hat hier oben eine Ecke, also die Corner. Und da kann man dieses kleine Kärtchen dann reinstecken. So sieht es dann von innen aus. Und hier habe ich es dann nochmal mit der floralen Freundschaft gemacht. Kann man hier reinstecken. So. Und wenn man es aufmacht, hat man den kleinen Gruß. Die geht dann direkt auf die Reise. Also florale Freundschaft. Und heute beschäftige ich mich mit der Produktreihenkollektion Shoppen und Genießen. Da gibt es dann einmal das Stempelset, Bummelset, mit Klarsichtstempeln. Und dann gibt es diese Stanzform. Die sehen dann so aus. Und dann gibt es noch das passende Designerpapier. Das sieht dann so aus. Können wir mal so ein bisschen durchblättern. Das kann man dann teilweise ausstanzen und teilweise schneidet man das aus. Also hätten wir einmal hier so etwas. Auf der Rückseite dann eben so. Hier dann so. Auch sehr schön geeignet zum Ausschneiden. Hier Brot, Salat, Besteck, Törtchen, Eis und auf der Rückseite ein Muster. Dann dieses Papier, was ich eben auch schon gezeigt habe in der Karte. Ein wunderschöner Hintergrund. Und von vorne sieht es so aus. Da sind die Motive alle in klein nochmal. Hier nochmal, Bäckerei, Süßigkeiten, Gemüse und dieses Muster auf der Rückseite. Das hatten wir schon. Und dann noch dieses hier. Bücher. Und Farbe für Kreative. Und auf der Rückseite gelbes Muster. Also lässt sich schon was Schönes mitgestalten. Hier habe ich mit Babyblau gearbeitet. Das ist im Designerpapier enthalten, die Farbe. Die Farbe ist im Designerpapier enthalten. Und heute arbeite ich mit Blütenrosa. Ist auch mit drin. Passt dann zu diesem Papier hier. Deshalb fangen wir mal an. Wir brauchen Farbkarton in 20,5 cm mal 10,5 cm. Das Falz war auf der langen Seite bei 6,5 cm. Dann sieht das schon mal so aus. Dann brauchen wir noch ein Stückchen Farbkarton in 10,5 mal 7,5. Das kommt dann später hier so drauf. Des Weiteren brauchen wir Designerpapier. Zweimal.
9,5 mal 5,5 cm und einmal in 9,5 mal 13 cm. Und dann brauchen wir nochmal ein Stück in 5 mal 5 cm. Das teilen wir direkt diagonal für unsere Ecke. So, dann hätten wir erstmal die wichtigsten Teile beieinander. Dann kleben wir das Ganze mal zusammen. Und zwar erstmal das große Stück Designerpapier hier hin als Hintergrund. Dann hier vorne einmal Designerpapier. Und noch einmal hier hinten. Dann brauchen wir unsere Ecke und da kleben wir nur diese beiden Ränder, also einmal hier und hier. Aber diese Seite hier vorne soll ja offen bleiben. Das klebe ich mir dann hier so rein, passend. Und hier passt dann noch was rein. Das muss offen bleiben. Dann haben wir unser Kärtchen hier vorne. Das wird auch eingeklebt, aber mit Vorsicht. Wir stecken das hier rein und schauen, wie weit das hier so angeklebt werden darf. So, und dann brauchen wir zwei Kärtchen in Weiß in diesem Fall. Könnte natürlich auch anders gestalten. In 9,8 cm mal 6,8 cm. Ein Kärtchen wird jetzt gestaltet und kommt hier vorne drauf. Und eins ist für drin. Und da es jetzt um mein Produktpaket mit der Bummelzeit geht, habe ich mir den Buchladen hier ausgeschnitten. Der kommt dann hier hin. In dem Stempelset gibt es ein Schild hier und das Wort Bücher. Das soll dann da drauf. Und
Ein Happy Birthday sollte eigentlich auch noch mit drauf. Vielleicht mal hier so schräg dann. Ja, das könnte man machen. Also klebe ich das mal auf. Das wäre jetzt für einen Bücherfan zum Beispiel ein tolles Geschenk. Eine tolle Geschenkkarte. Man könnte ja zum Beispiel einen schönen Kaffee trinken und dann Bücher shoppen zusammen. Das wäre auch ein Teil des Geschenks dann, dieses Miteinander. So. Happy Birthday. Und das wird dann hier aufgeklebt. Macht sich wirklich gut. Jetzt geht es ans Innenkärtchen. Da habe ich einen Küppel mit Blumen ausgestanzt. Aus dem Designerpapier. Ein bisschen soll die Karte noch beschriftet werden mit persönlichen Grüßen. Und noch ein Stempel. Das ist ein Gutschein für gemeinsame Zeit. Ein ganz wertvolles Geschenk, wie ich finde. So. Das war schon. Ist eigentlich ganz schnell gemacht und sehr effektvoll, wie ich finde. Von außen und von innen. Dann haben wir jetzt unsere Kärtchen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne an mich wenden. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und die Produkte könnt ihr bei mir bestellen. Alle nötigen Kontaktdaten findet ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!